Gut, ich habe da Halef bereitet und den alles vor für den Sicherheit. Der Markus Brinkmann, Wachleiter von der Feuerrettungswache 40 und Leiter des Tauchwesens der Feuerwehr Frankfurt am Main. Ja, Ziel der Übung war, wir machen seit mehreren Jahren immer drei Nachtübungen für alle drei Dienstgruppen von der Feuerrettungswache 40 und dem Sonderdienst der Wasserrettung, sprich die Wache 41. Und wir wollten in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt einer Menschenrettung aus dem Pkw neue Abläufe beüben. Darüber hinaus hatten wir den Kranwagen im Einsatz und an zwei Übungsterminen war die DLRG mit inkludiert. Da ging es darum, eine Fanglinie, also sprich wasserseitig, eine Rettung von Personen, die an der Oberfläche auftauchen, einzuleiten. Gute Frage. Also in Frankfurt haben wir aktuell an der Wache 40 44 ausgebildete Feuerwehrtaucher. Das sind so normale Feuerwehrtaucher als auch Feuerwehrlehrtaucher. Und an der Wache 41 haben wir 7 ausgebildete Feuerwehrtaucher. Wie wird man Taucher bei der Feuerwehr? Gerne machen wir da natürlich die Werbung dafür. Wenn ihr bei der Berufsfeuerwehr seid, müsst ihr natürlich die normale B-Ausbildung haben. Im Nachgang machen wir immer so ein kleines Auswahlverfahren. Also wir gucken zum einen, wie verhalten sich die Kollegen im Wasser? Ist da irgendwo eine Hemmnis da? Ist da so eine... wie ist das Verhalten im Wasser? Dann ist natürlich erforderlich, eine gültige G31 Tauchtauglichkeit zu untersuchen. Also da wird geschaut, ist denn der Feuerwehrbeamte medizinisch fit? Kann der das denn überhaupt aus den Aspekten werden? Ja, und dann gibt es einen Lehrgang, der findet hier in Frankfurt statt, dauert in der Regel 6 Wochen. Und da wird man dann ganz sukzessive über so ein bisschen Apnoe-Training im Schwimmbad und dann über Training im Tauchturm an der Wache 40 zum Feuerwehrtaucher ausgebildet. Abschließend dann hier im Gewässer eine Prüfung und danach bist du Feuerwehrtaucher der Stufe 2. Ja, also es war wirklich toll zu sehen, zum einen mit welchem Engagement, sei es die beteiligten Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr, die uns wieder mit den Lichtmastkomponenten unterstützt haben, dabei waren, aber auch die Sonderdienste Wasserrettung, dann in diesem Jahr kombiniert mit dem THWS, also sprich dem Kranwagen, dem Wechsellader, war schön zu sehen. Was man natürlich immer nicht vergessen darf, wir haben hier einen Wachbereich, wo dann ein HLF gebunden ist und wir hatten dann Kollegen auch von der Wache 2 da, die in der Zeit hier die Wachbereichsbesetzung gemacht haben, also für uns ausgerückt sind und da natürlich auch nochmal ein Dankeschön. Schön, war eine runde Sache, hat gepasst. Wir haben viele Erkenntnisse, werden wieder ein bisschen nachsteuern in unseren Taktiken und Techniken, also rundum zufrieden. Das Wichtigste ist, dass man Routine bekommt durch gute Konzepte, durch eine Strategie und wenn man das dann regelmäßig in Übungen abprüfen kann, ist das genau der richtige Weg. Unsere Taucher gehen ja jeden Dienstag turnusmäßig ins Wasser und dann einmal im Jahr so eine große Übung bringt uns momentan genau dahin, wo wir wollen, also ausreichend. Der will was loswerden. An den drei Übungsterminen nahmen die Taucher aller drei Dienstgruppen der Feuerwache 40 sowie Kollegen der Feuerwachen 1, 4, 41, 3 und 30 teil.
Weiter nahm die DLRG an zwei Terminen teil und die Freiwilligen Feuerwehr Niedererlenbach und Schwanheim begleiteten alle drei Übungen mit ihren Lichtmastanhängern. Fand am Main im Bereich der Deutsch-Herren-Brücke statt. Für die Übung waren zwei Bereitstellungsräume angegeben, an denen sich die Einsatzkräfte sammeln konnten. Einer davon am Eisernen Steg. Die Übungslage stellte sich als versunkener PKW mit mehreren Insassen dar. Neben dem Rettungsschnellboot der Feuerwehr und dem Feuerlöschboot sowie den Tauchern waren auch Boote der DLRG